Wir fangen einfach mit ein paar Reactions an. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Video von Papa Platte. Wie viel Geld hast du in den letzten Monaten verdient? Unangenehme Fragen. Ich würde sagen, wir starten rein. 3, 2, 1, let's go. Wir beantworten mal wieder unangenehme Fragen. Mit dabei sind heute Max und Limi, Dave. Kleine Fun-Story, bevor es losgeht. Max hat mir, als er seine Dateien geschickt hat, einfach nur 10 MP3s geschickt, weil er dachte, wir brauchen nur den Ton. Perfekt, Max. Danke, Dog. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt let's go. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, man könnte Papa Platte wirklich in die krass eingerichtetste Wohnung der Welt setzen, die würde trotzdem noch einen Tag aussehen wie die letzte Müllhalde. Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Folge von Unangenehme Fragen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Kevins gut aussehender Cutter Timo hat heute wieder 10 Fragen rausgesucht, die ihr bitte ehrlich beantworten sollt. Sehr gut aussehen, das kann ich sogar aus erster Hand bestätigen. Timo wieder geisteskrank am Cappen einfach. Frage 1. Gibt es eine Marke von einem Influencer-Kollegen, die du absolut scheiße findest? Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass alle Produkte, die ich in die Hände bekommen habe, die ich mir gekauft habe, wirklich cool waren. Was ich aber nicht so nice finde, sind so einfache White-Labeling-Produkte, wo einfach ein Logo auf ein bestehendes Produkt geklatscht wird und dann als innovativ verkauft wird. Aber mir fällt selbst da nichts Besonderes ein. Ich wollte gerade sagen, so ein richtiges Produkt, was ich extrem beschissen finde, fällt mir jetzt auch nicht ein. Keine Ahnung, also ich kann jetzt halt mit Badeschaum nichts anfangen, aber es ist ein nice Produkt so, also was Bibi da macht. Deshalb würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwas gibt, was ich extrem bekackt finde. Habt ihr irgendwas, Chat, was ihr scheiße findet? Ja, bestimmt auch nicht nur eine. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Kollektion an. Aber die werde ich nicht nennen. Mittlerweile ist es so, dass es so viele Marken gibt, dass es ganz geil ist, dass man... Okay, so Modemarken, ja klar. Die WTF-Kondome sind zu klein. Beatnox. Feel you, man. Hey, das gefällt mir, das will ich kaufen, das will ich nicht kaufen. Und ich finde es ganz cool, dass die Entwicklung so ein bisschen dahin geht, dass Brands von Leuten gekauft werden, die man cool findet, anstatt dass man bei Zara und H&M und so einkaufen geht. Deswegen finde ich die Entwicklung an sich mega geil, aber es gibt natürlich Brands, die ich nicht unbedingt feiere. Boah, also ich würde jetzt nicht direkt scheiße sagen, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, so egal wie kacke man vielleicht das Design am Ende des Tages findet. Ich glaube, da gibt es immer viel... Gut, Chat, dass ihr mich scheiße findet, ist okay. Arbeit und Liebe, die reingeflossen ist. Ich glaube, ich habe zum Beispiel die erste Kollektion von AMA jetzt nicht so gefeiert. Muss aber auch sagen, dass sich das halt übelst verbessert hat und ich das die zweite und ich glaube, der... True, die erste Kollektion von AMA war auch nicht so meins. Muss ich auch... Ja, stimmt. Dritte Drop, dass ich den zum Beispiel auch viel cooler fand. Ja, true. Als den ersten. Den ersten fand ich halt so semi-fresh. Aber ich glaube jetzt so, dass ich sage, yo, das ist übelster Müll, hatte ich jetzt persönlich ja, noch nicht. Nur so, ja, hey, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht tragen. Frage 2. Wie viel Geld ging letzten Monat auf dein Konto ein? Wie viel Geld ging letzten Monat auf mein Konto ein? Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das sechsstellig, also es muss auf jeden Fall sechsstellig gewesen sein. Ich nehme an, safe über 100.000 Euro, weil Dezember gewesen ist. Und Konto hieß ja dann mein Bankkonto. Krypto und sowas jetzt mal außen vor. Also ich würde schon sagen, all in all, auf jeden Fall sechsstellig. Ganz genau kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich denke mal schon, dass es über 100 Racks sind auf jeden Fall. Weil ein paar größere Zahlungen von größeren Kampagnen auch einfach ausstanden. Also denk mal über 100.000, ja. Unangenehm, weil im letzten Monat super viel Geld aus den letzten Monaten angekommen ist, damit es noch vor Jahresschluss dann wirklich auf meinem Konto ist. Das ist nicht alles aus diesem Monat, aber im letzten Monat gingen 86.000 Euro auf meinem Konto ein. 56.000 Euro aber auch raus. Also ich kann so viel sagen, dass ich sowas noch nie gesagt habe und dass im Dezember ein paar Zahlungen zusammengekommen sind, die auch aus vorherigen Monaten. Ja, ja, kommt ja bei uns allen Monaten so. Waren und ich glaube, es waren ungefähr 75.000. Freunde, ich weiß, es ist wahrscheinlich übelst der Flex, keine Ahnung. Aber ich gucke ultra selten auf mein Konto. Same. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es auch nicht genau, ich kann es so schätzen. Ich könnte jetzt nicht mal direkt nachgucken. Ich habe seit wahrscheinlich 6 oder 7 Monaten nicht mehr selber auf mein Konto geguckt. Ich lasse mir immer so Screenshots von meiner Mom schicken. Oh, dog, same. So alle paar Monate, um zu gucken, ob ich noch mehr Aktien kaufen kann. Aber tatsächlich weiß ich es nicht genau. Ich schätze aber mal wahrscheinlich so 50.000 oder so, aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Frage 3. Wofür schämst du dich? Über ein paar dumme Äußerungen, die ich irgendwann mal in der Vergangenheit sicherlich gemacht habe und ein paar Jokes, die einfach nicht angebracht gewesen sind. Ich mich ein bisschen schäme. Ich habe ein bisschen zugenommen über die letzten Wochen und Monate, aber ich arbeite schon dran. Eigentlich bin ich ziemlich schamlos, aber wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann vielleicht so ein bisschen dafür, dass ich rauche und das angefangen habe, öffentlich zu kommunizieren. Das hätte ich nicht machen sollen und ich würde gerne aufhören, aber ich verfalle der Nikotinsucht. Das finde ich schon sehr unangenehm und peinlich. Vielleicht eine weitere Sache sind
die zahlreichen Unfälle, die ich 2021 hatte, alle selber verschuldet. Ich bin erst rückwärts in eine Stange reingefahren, dann rückwärts in einen LKW reingefahren, dann vorne rechts in eine Wand und dann auch noch jede Felge, die dieses Auto hat, mitgenommen. Also mein Auto ist auch so ein Wunderpunkt bei mir. Boah, ich muss wirklich sagen, ich schäme mich am meisten für diese YouNow-Zeit, die ich damals hatte. Ich weiß, dass es viele Leute, die lange schon dabei sind, übelst krank feiern, aber ich habe früher so Videos gemacht. Da bin ich auf YouNow gegangen, das war so eine Livestreaming-Plattform, die huge war damals. Im Grunde haben da Leute halt so gestreamt und dumme Scheiße gemacht. Und ich bin dann immer so hingegangen und habe die dann so getrashtalkt so und jetzt nicht übelst böse, aber war schon unnötig. Und oh, weird. Dann immer mit der Community hingegangen und haben die irgendeine Scheiße geschrieben und so. Ja, aber ich war halt auch einfach jung und brauchte das Geld. Na, ich war einfach nur jung und habe da nicht so drüber nachgedacht, während ich jetzt heute da ganz anders drüber denke. Ich glaube, das ist das Einzige, wofür ich mich wirklich schäme, in Anführungsstrichen. Ansonsten ist mir eigentlich relativ wenig peinlich. Frage 4. Wann hast du das letzte Mal Drogen genommen, um deine Gefühle zu unterdrücken? Gefühle zu unterdrücken? Boah, das ist schon sehr lange wahrscheinlich her. Wahrscheinlich habe ich kurz nach der Trennung gesoffen, mal so mir richtig einen reingekippt oder so. Würde ich sagen, das ist eine Droge. Aber so wirklich sich mal, keine Ahnung, mal Fett ein irgendwie reingekifft oder sowas wegen irgendwas und so. Keine Ahnung, Digga. Kiffen zum Beispiel zieht ja, verstärkt ja die Gefühle nur. Also ich glaube, Alkohol ist der Drücker schlechthin, oder? Und andere Drogen, ja, nicht so die Erfahrung mit. Deshalb, wahrscheinlich ist das schon sehr, sehr lange her. Um ehrlich zu sein. Anscheinend bist du immer kurz nach der Trennung. Merlin, nee, also das muss dann jetzt auch schon so, boah, bestimmt 2,5 Jahre her sein, safe. Eine fette Line gezogen. Digga, hör mir auf. Das glaube ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht tatsächlich, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Ich war da nie so großer Fan von. Meine Mom hat mich übelst krank gut erzogen, was das ist. Ja, man flammt mal Merlin einfach. Mein Kind dann später auch hin. Ich glaube, dass das ja kein Zap ist hier. Ob das war, um meine Gefühle zu unterdrücken, kann ich nicht sagen. Das müssen die Leute um mich herum sagen. Aber ich habe an Silvester 2021 auf 2022 Drogen. Ja, das ist richtig. Nee, 2020. Ja, da haben wir uns, glaube ich, gesehen, ja. Frage. Nein, ich würde sagen nicht, Dave. 5. Warst du oder bist du unsicher wegen irgendetwas an deinem Körper? Dass ich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen zugenommen habe, weil ich so viel gutes Essen für meine Videos gegessen habe. Was war jetzt die Frage? Ich habe nicht zugehört. Warst du oder bist du unsicher wegen irgendwas an deinem Körper? Ja, safe. Ich war früher viel zu dünn. Ich war früher richtig, richtig dünn. Bin mittlerweile immer noch, glaube ich, zu dünn. Ich wiege jetzt gerade so knapp 79. Habe richtig getriedet, dass ich zunehme. Mein Zielgewicht sind so 85 Kilo auf jeden Fall. Auf Massephase. Ich komme, sage ich mal, immer mehr gut rein. Ich zeige dir auch gerne immer im Stream so Updates und sowas. Und mittlerweile würde ich sagen, bin ich auf einem ganz guten Weg. Wenn man das so sehen möchte. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden so momentan. Aber in meinen Augen geht da immer noch mehr. Und ja, Mann, deshalb, ich habe sehr, 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 sehr viel zugenommen. Und das ist auch gut so, weil ich mich einfach gesünder fühle. Durchs Boxen jetzt auch und sowas. Deshalb einfach da immer ein bisschen insecure gewesen. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Wir nehmen schnell zu. Einfach geisteskrank viel fressen. Geisteskrank viel fressen. Danke für die Komplimente im Chat. Dass ich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen zugenommen habe, weil ich so viel gutes Essen für meine Videos gegessen habe. Ist aber so. Nicht wirklich unsicher, aber man merkt schon, dass die letzten Jahre 10 Stunden am PC sitzen ihre Spuren hinterkommen ist. Ich fühle mich nicht unwohl in meinem Körper, es gibt eigentlich wenig. Im Sommer ist vielleicht so ein bisschen, ich habe so Schuppenflechte, ich habe auf dem Oberkörper überall so rote Punkte, so trockene Hautstellen, das sieht ein bisschen weird aus, ist aber nicht ansteckend, nicht gefährlich, das sieht einfach nur scheiße aus, das vielleicht... Dave hat mich damit angesteckt. Manchmal so ein bisschen unangenehm, aber ansonsten nichts Größeres. Also ich würde nicht direkt unsicher sagen. Ich bin eigentlich ziemlich confident und ziemlich froh, so wie alles halt passiert ist in meinem Körper oder an oder wie auch immer. Ich glaube, zwei Sachen, die mich halt übelst abfacken, ist halt mein Auge, weil dadurch muss ich halt eine Brille tragen und ich finde, die Brille sieht einfach, egal welche, sieht nicht gut aus an mir. Und ich habe sehr, sehr große Zähne, Dicker. Ich finde, die sehen so aus, als könnte ich so ein Reh damit erlegen. Ich weiß nicht, Alter. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen überdurchschnittlich groß. Frage 6. Wann hast du das letzte Mal Content gebracht, welchen du nicht mochtest? Nur weil es funktioniert hat? 2019 in der Fortnite-Zeit auf jeden Fall. Mittlerweile würde ich das Game wahrscheinlich wieder fühlen, aber da habe ich irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich es gar nicht mehr gefühlt habe. Also nicht mochte, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber ich sag mal, tendenziell Content gebracht, einfach weil das funktioniert, war wahrscheinlich vielleicht sogar das letzte komplette Jahr. Weshalb ich ja jetzt auch diesen Switch gemacht habe, dass ich quasi auf meinem Main-Channel Vlogs mache und einfach das mache, worauf ich richtig Bock habe. Und ja, zum ersten Mal lese ich wieder Kommentare und schaue auf Twitter, was die Leute dazu gesagt haben. Same. Reactions von anderen Leuten zu meinen Videos.
Und das ist sehr, sehr geil. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass die Community das so gut annimmt. Das war letztes Jahr eigentlich das einzige Mal, dass mir das wirklich passiert ist. Und das war mir auch eine richtige Lehre. Das war zu der Zeit, wo durch Kevin und Trimax dieses Pokémon-Ding in Deutschland riesengroß wurde. Ah, ich habe dann auch angefangen, Booster auf Twitch zu öffnen, YouTube-Videos darüber zu machen. Im Endeffekt habe ich gemerkt, das ist passt. Das 19 war mein innerliches Zeit bei dir, weil ich Fortnite gespielt habe. Ich habe nur für Klicks gemacht und weil mir Uploads gefehlt haben. Das war mir im Endeffekt unangenehm. Das habe ich einfach nur gemacht, damit Sachen kommen. Starke Antwort. Das würde ich nicht wieder machen und das war mir eine wirkliche Lehre. Das ist, glaube ich, mein biggest Flex. Seitdem ich Kochvideos habe, habe ich kein solches Video mehr hochgeladen. Das war dann irgendwann davor, wo ich auf Zwang irgendwas gemacht habe. Aber ich feiere, was ich mache. Frage 7. Was ist dein Go-To-Suchbegriff auf FSK 18 Seiten? Big Latina Set. Ist wahrscheinlich nicht das, was ihr euch erhofft, aber ich... Schlau. Ich bin da eher so ein Startseitenkrieger. Also. Same, Startseite ruled. So, nichts Spektakuläres. Boah, ich muss tatsächlich sagen, dass ich... Schlau. So richtig sagen kann. Latina gibt Kuss, das ist es, Mann. Kann. Ich feiere sehr viel so Solo-Stuff immer noch, aber es schwankt auch wirklich von Tag zu Tag. Ich habe aktuell wirklich so eine Findungsphase wieder oder so, ich weiß nicht genau. Ich habe auch echt lange nicht mehr so gewickelt. Ich habe letztens tatsächlich auch mal wieder probiert, auf Krampf, mit Absicht, mir einen Hentai anzumachen und darauf zu masturbieren. Es hat nicht funktioniert, Freunde. Ansonsten bin ich... Fuck, weird Champ, Alter, Digga. In der Findungsphase mit 25. Alright, Kevin. Digga, wickel dich mal. Eigentlich sehr im Curvy-Bereich unterwegs, sage ich mal. Das spricht mich dann persönlich doch am meisten an. Also, big, beautiful woman. Okay, Kevin. Ich sag. Das Ding ist, ich bin ein Startseiten-Warrior. Der Algorithmus mittlerweile ziemlich gut. Ich habe wenig Go-To-Suchbegriffe. Ich habe mich davon entfernt, eine halbe Stunde irgendwas rauszusuchen, bevor es losgehen kann. Und nehme irgendwie das Erstbeste, um nicht zu lange auf den Webseiten zu verbringen und damit zu viel Zeit zu verschwenden. Aber ich habe angefangen... Kurze Schleudertrauma raushauen und dann passt das. ...zu lesen. Das kann ich jederzeit euch nur raten. Das ist sehr unterhaltsam. Digga, Kommentare nach dem... Ist wie das Dessert nahm Essen. Besser als auf YouTube noch. Frage 8. Wann hast du das letzte Mal etwas Illegales gemacht? Und was war es? Ich denke mal, als ich an Silvester vielleicht an der einen oder anderen Sportzigarette aus Versehen gezogen habe. Oder als ich gestern vielleicht aus Versehen über eine rote Ampel gefahren bin. Ich habe da wirklich keine krasse Story. Ich war letztens im Skiurlaub. Da muss man eigentlich Maske tragen. Wenn es leer war, habe ich keine Maske getragen. Wow. Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Boah, das ist echt schwer zu sagen. Vermutlich war es Grasrauchen. Und das war wahrscheinlich vor 4 Tagen oder so. Perfekt, Kevin. Ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich legal unterwegs. Also meine Mama hat mich da eigentlich ziemlich vernünftig erzogen, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich noch nie was geklaut mit Absicht aus einem Supermarkt. Also ich bin da eine fucking Bitch. Deswegen, ja, ich glaube, das ist das Krasseste, was ich gemacht habe. Drogen genommen an Silvester diesen Jahres. Das wäre so eine Sache und ansonsten bin ich eigentlich ziemlich straight rechtschaffender Bürger und lasse mir wenig zu Schulden kommen. Gut, ich habe aus Versehen 400.000 Euro Steuern hinterzogen und jetzt? Hier und da vielleicht mal ein bisschen zu schnell gefahren, wo jetzt der Anwalt probiert, mich vom Fahrverbot zu befreien. JK Sami, alles gut bei dir? Ansonsten bin ich ziemlich clean, würde ich sagen. Keine Anzeige, keine Vorstrafen. Ich habe früher ein paar Sachen gemacht, die man vermutlich illegal einstufen könnte. Das kann ich aber, das würde hier den Rahmen sprengen, das kann ich hier nicht bringen. Frage 9. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein guter Mensch bist? Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich entwickelt. Gut oder schlecht müssen Außenstehende bewerten. Ich bin momentan mit mir sehr zufrieden. Ich tue, was ich kann, um für Freunde, Familie und Nahestehende da zu sein. Ich möchte ein guter Arbeitgeber sein. Ich möchte für meinen Hund gut sein. Ich möchte aber auch gut zu mir selber sein. Aber kann ich das selber bewerten? Vermutlich nicht. Ich denke mal, das müssen Außenstehende meistens machen. Ich würde sagen, zu mir selber bin ich nicht gut, weil ich mir immer noch zu wenig Zeit für mich selbst nehme und zu wenig Zeit für die Sachen, die mir selber gut tun. Zu anderen Leuten würde ich tatsächlich sagen, schon. Ja, ich würde sagen, ja. Also, ich glaube, ich habe einen guten Einfluss auf mein Umfeld. So, ich helfe jedem, wo ich kann und mache das natürlich aber auch nur, wenn ich checke, dass die Leute aufrichtige Intentionen haben. So, und da bin ich aber auch bereit, uneingeschränkt quasi zu geben. Also auch Arsch zu geben, natürlich. Danke, Max. Das müssen wir meinen Angestellten fragen. Leo, bin ich ein guter Mensch? Ja? Ja? Ja. Okay. Leo, bin ich ein guter Mensch? Hey Leo, wieso hast du bei mir gekündigt? Leo? Leo? Ach man, scheiß drauf. Ja, ich würde von mir selbst sagen, dass ich ein guter Mensch bin.
Nee, aber ich weiß wirklich nicht. Also ich bin ziemlich straight. Ich könnte vielleicht mal unangenehm dadurch auffallen, dass ich... Komplett straight würde ich sagen, ist Dave nicht. Wir haben auch schon ein paar Mal rumgemacht. ...Leuten vorhalte, wenn ich irgendwas scheiße finde. Abseits davon läuft aber eigentlich alles und ich bin ziemlich zufrieden damit, wie ich mit anderen Leuten umgehe, was ich so mache und so. Ich glaube schon, ja. Ich meine, ja, also... Ich würde es für Kevin kurz beantworten, nein. Not auf jeden Fall. Ich habe auch meine Fuck-ups und... bin manchmal irgendwie kacke zu Leuten. Manchmal, wenn Leute mich nach ihrer Meinung fragen, sage ich nicht, hey, das ist nicht so gut, sondern ich sage halt, das ist Ultra-Shit. Und ich übertreibe dann halt so. Das ist halt so ein, zwei Sachen, so schlechte Eigenschaften, die ich habe. Genauso wie, dass ich nicht so aufgeräumt bin. Ich ein sehr guter Mensch bin. Ich habe das Gefühl, ich... Okay, sehr gut, übertreib mal nicht, Kevin. Ich möchte für... Kleiner Gottkomplex hier, ne? ...jeden meiner Freunde und Familie immer... Warte, ich sag's ihm, ich muss es ihm, glaube ich, vielleicht ganz kurz selber sagen, dass er das vielleicht ganz kurz, vielleicht kann er das dann einfach auch ein bisschen besser einordnen. Denk mal, das wird ihm da auch vielleicht helfen, dass er da vielleicht einfach ein bisschen besser verstehen kann. Yo, Kevin, Bro. Kevin? Jo. Ich guck grad dein Domo-Video. Ja. Und bei der Frage, ob du ein guter Mensch bist, tatsächlich, würde ich dir ganz kurz nur schnell sagen, dass es nicht der Fall ist, ja? Super. Nur das Beste, geh so toxischen Shit so gut wie es geht aus dem Weg. Ja, das haben wir gerade gemerkt. Manchmal hat man ein bisschen Bock auf so Stress oder so, aber das versuche ich so gut wie es geht zu unterdrücken und mich da weiterzuentwickeln. Und ich finde, ich bin eigentlich auch relativ selbstreflektierend. Oh Mann, Alter. Frage 10. Wann hast du das letzte Mal jemanden ernsthaft angelogen? Boah, so richtig ernsthaft angelogen. Ist es, sag ich mal so, ist es Lügen, wenn ich jetzt einen Bewirtungsbeleg absetze, der nicht unbedingt ein Geschäftsessen war? Ist es Lügen? Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ist es Lügen, wenn man sagt, man saß nicht am Steuer von dem Auto? Dann würde ich sagen, ja, dann habe ich da scheinbar vielleicht eine kleine Kommune angelogen. Richtig krass. Wo ich gesagt habe, boah, das bin ich nicht am Steuer. Und dann haben die das aus Versehen fallen gelassen, quasi, den Blitzer-Tickets. Lügen ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ist es Lügen, nicht gewonnene Dinge abzuschicken? Merlin, ich schwöre bei Gott, du kriegst deinen scheiß Bürostuhl noch. Ich will einen Termin habe, um... Ah, als ich gesagt habe vor 2 Minuten, dass ich ein guter Mensch bin. Alles klar, danke, Lobi. 14 Uhr und ich weiß genau, Alter, ich fahre da easy eine halbe Stunde hin. Und die Person fragt, wann ich ungefähr komme und ich sage dir so, ja, hey, ich verspäte mich leider. Dann sage ich immer so, ja, ich verspäte mich um 10 Minuten, obwohl ich genau weiß, ich verspäte mich zu 100%, zu Minimum 20 Minuten. Aber ich habe immer das Gefühl, es kommt dann so ein bisschen gechillt darüber, als wenn man sagt, yo, ich komme 20 Minuten zu spät, weil 20 Minuten ist so ein richtiger Brocken. Aber so richtig krass gelogen, glaube ich, ist schon echt lange her. Also ich habe mal in der vergangenen das Beziehung hasse ich bei quasi, Leuten so. Während ich in der Beziehung war, mit einem anderen Girl quasi so ein bisschen geschrieben und so und dann halt immer gesagt, dass ich halt von der nichts will, obwohl ich halt, glaube ich, schon was von der wollte. Und ja, da habe ich quasi so richtig krass gelogen. Kevin, nein. Was übelst der Knecht-Move war von mir. Und da habe ich mich auch auf der jeden Fall ehrliche weiterentwickelt. Bro. Und sowas würde ich immer mitteilen, beziehungsweise gar nicht erst anfangen. Okay, das, so sieht dein Lügner aus. Wahrscheinlich kommt das bei mir häufiger vor, wenn ich nach einem Treffen gefragt werde oder danach gefragt werde, Zeit zu verbringen. Irgendwann nimmt einem das keiner mehr ab, dass man wirklich die ganze Zeit am Arbeiten ist und dann muss man sich vielleicht andere Sachen einfallen lassen. Das wäre das erste und auch einzige. Boah, das habe ich aber auch oft, dass ich wirklich nicht einfach oftmals keine Zeit habe. Nimm's mir nicht böse, aber manchmal sitze ich dann auch, guck mal, ist es dir lieber, dass ich im Gespräch sitze und einfach so sage, ja, krass, cool, ja, interessant, ja, nice, ja, cool. Oder dass ich es halt einfach lasse. Also, dass ich es halt einfach lasse. Wisst ihr, was ich meine? Dann sage ich doch lieber, nee, so, ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen. Das ist doch ehrlicher, oder? Was mir dazu einfallen würde. Ansonsten sind wir untereinander in der Freundesgruppe ziemlich straight damit, wenn wir Sachen der anderen Person scheiße finden, ja, true. Sagen, wenn, zum Beispiel deinen Haarschnitt, Dave, ich hab's dir gestern noch gesagt. Irgendwas an der Arbeit nicht stimmt, irgendwelche Mucke oder Videos oder so nicht richtig geil sind, da müssen wir nicht mehr lügen. Aber wahrscheinlich so Zeit verbringen, Termine ausmachen, Termine verkacken, da wird schon das ein oder andere Mal eine Notlüge eingeschoben. Letzte Frage, da fällt mir auch, wenn ich länger drüber nachdenke, nichts ein. Max, einfach der Ehrlichste. Danke fürs Beantworten. Ihr habt euch wohl. Euer Mr. Trashback. Ich danke vielmals. Danke für die Einladung. Perfekt. Danke, Mr. Trashback, für die Einladung. Wirklich super, super geil. Super, super, mega geil. Super, super, mega geil.